Die radikal-islamischen Taliban haben bei ihrem Vormarsch in Afghanistan weitere wichtige Städte eingenommen. Mit Kandahar und Herat fielen die zweit- und drittgrößten Städte des Landes in die Hände der Islamisten. Auch die Hauptstadt der Provinz Helmand, Lashkargah, wurde von ihnen erobert. Binnen einer Woche errangen die Taliban damit die Macht über mehr als ein Drittel der 34 Provinzhauptstädte in Afghanistan. Die Regierungstruppen haben mittlerweile die Kontrolle über den größten Teil des Nordens und Westens des Landes verloren. Die Regierung kontrolliert neben Kabul lediglich noch eine Handvoll Gebiete und vielerorts belagerte Städte. Die USA wollen angesichts des ungebremsten Vormarsches der Taliban 3000 Soldaten nach Kabul entsenden, um den Abzug von US-Diplomaten abzusichern. Derzeit sind zum Schutz der Botschaft noch etwa 650 US-Soldaten in Afghanistan stationiert. Auch Großbritannien kündigte die Entsendung von Truppen nach Kabul an. Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen dringend auf, Afghanistan zu verlassen.